Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Rissen 3 Titan Lords. Wir sind jetzt hier vor der Mine, da vorne grinst uns schon ein Untod entgegen. Und mal schauen, ob hier der arme Lehrlingsteufel ist. Au, okay, ich war zu langsam. Mal schauen, ob der Lehrling hier verschwunden ist. Er soll ja eine Mine sein, und ich glaube mal, dass sie das hier gemeint hat. Die Wette meint das. Uiuiui. Das sind aber sehr viele Untote. Au. So, eine Flotte drauf. Bäm. Au, au, au. Jawohl. Bäm. Passt. Nächstes Skeletti. Bäm. 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 Und zack, zack, zack. Und bäm, zack, zack. Was? Dann haben wir auch erledigt. Und das letzte. Und tot. Da, würdest du? So, sehr schön. Aus dieser Mine wird die Grundlage für den Krieg gewonnen. Eisen. Aha. Sehr schön. Dann können wir vielleicht sogar für uns noch was abbauen, ne? Dumm. Dumm. Doin. Tada! Schönes Eisen. Da vorne war, glaube ich, nichts, ne? Eisen? Nö. Skeletti ist runtergefallen. Oh. Hat er sich den Kopf gestoßen? Oh. So, ah, da liegt ja jemand und der ist tot. Es ist Alvito. Riecht so, als würde er hier schon länger liegen. Meine Güte. Armes Schwein. Meine Güte. Ja, die Spitzhacke nehmen wir wieder mit. Das Schloss ist zu kompliziert für mich. Ja, ich weiß. Das nimmt kein Ende mit Was? Den Biestern. Ja, wo? Ah, da. Heureka. Autsch. Bäm. Auf die 12. So. Und erledigt. Passt. Aufgesammelt. Können wir eigentlich gleich hier durchschauen, oder? Vielleicht ist noch irgendwas Interessantes. Das ist ja meistens so bei diesen Minen und so weiter, dass weiter unten, weiter drinnen, noch irgendwas Tolles auf uns wartet. Das Knuspern inzwischen. Wow. Alter, leck mich doch mal, Vogel. Muss das sein? Du bist wie... Auf die 12. Echt, weg mit dir. Unterziefer. Ich bin beeindruckt. Ja, ich würde auch sagen. Du hast nichts für uns. Schäm dich. So. Aber Erz immerhin. Zum Glück sind wir zu zweit. Ich kann das nicht oft genug sagen, wie froh ich bin, dass wir in dem Spiel zu zweit durch die Landschaft wandern können. So. Einen Jadestein, noch einen und noch einen. Siehst du, er hat sich schon rendiert. Er zittert irgendwie. Vielleicht ist ihm kalt. Hier ist unser kleines Untot. Hörst du auf zu zittern? Alchemie-Lexikon. Er benutzte eine Krabbenschale als Behälter für seine Experimente. Eines Tages war die Krabbenschale unzerstörbar. Also machte er sich auf zur Krabbenküste und wollte dort so lange bleiben, bis ihm der Geniestreich erneut gelingen sollte. Die Krabbenschale soll er in seiner Truhe aufbewahrt haben. So, so. Aha. Ja, wahrscheinlich haben wir die Truhe. Die Truhe haben wir wahrscheinlich gefunden, aber unsere... Truhenaufschließfähigkeiten waren zu schlecht. So, Gold und Eisenerz. Wir nehmen alles mit. Noch mehr Erz gibt's da nicht, ne? Nö. Dann können wir uns ja schon wieder schleichen. Ganz gemütlich. Tja. Ja.
Da sind wir soweit so gut fertig. Halt da, ich hab's übersehen. Einen Goldsack habe ich übersehen. Wie geht das? Wie kann ich es wagen? Böse Zocki. Haben wir hier noch was? Nein. Schaut nicht so aus. Hüpf. Dann können wir uns hier schon wieder verpießen. Servus. So, passt. Gut. Dann ist es die Frage, ob wir zuerst mit der gnädigen Frau sprechen sollten. Ich nehme schon an. Wilson wird, glaube ich, nicht erfreut sein, dass sein Lehrling tot ist. Aber Yvette, wir haben ihn gefunden. Ich habe in der Wildnis eine Leiche gefunden. Oh, wie schrecklich. Wie sah sie aus? Ein junger Mann. Er hatte eine Notiz bei sich. Oh nein. Das ist bestimmt Alvito. Er war doch noch so jung. Bitte berichte dem Schmied Wilson davon, sofern er es nicht weiß. Ich glaube, vielleicht hat sie ihn dorthin geschickt. Ich möchte... Inventar. Danke. Ich möchte nämlich benutzbar, fällt das unter dem Blunder eher das, ne? Diese Notiz möchte ich schon gern durchlesen. Letzten Worte. Da hat wohl jemand seinen Frieden gemacht. Falsche Entscheidung. Na, das ist nicht richtig. Nekromant. Geheimnis der Zitadelle, Piratenkodex, nein, 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 na, hat es dann doch nichts Offizielles gegeben? Schaut nicht aus, okay. Okay, dann können wir uns zu die Dingens hier porten und Wilson Bescheid geben. Dann haben wir die Quest auch schon. So. Und ich hätte jetzt gleich das mit dem Friedhof machen können, ich gescheite Frauen. Egal. So. Wilson. Der war, glaube ich, hier drin, ne? Wilson, schlechte Nachrichten. Wegen Grace? Wegen Grace. Haben wir das gemacht? Grace hat deinen Verlobungsring erhalten. Ach ja, stimmt. Grace hat deinen Verlobungsring erhalten. Und? Wie hat sie reagiert? Bevor, nachdem sie ihn aus dem Fenster... Boah, sie war überglücklich. Ich glaube, sie vermisst dich ziemlich. Ja, genau. Sie war überglücklich. Ich glaube, sie vermisst dich ziemlich. Wirklich? Oh Mann! Wenn mein Auftrag hier erledigt ist, kehre ich zurück. Ich hätte es an deiner Stelle nicht so eilig. Ah, sie hat auch ihre guten Seiten, glaub mir. Bevor du gehst, hier, nimm den Diamantschleifer. Ich stehe zu meinem Wort. Danke. Sonst wäre ich hier auch nicht von der Stelle gewichen. Ja, ich weiß. Ein Deal ist ein Deal. Exakt. Danke. Alvito ist tot. Alvito ist tot. Du wirst dir wohl einen neuen Lehrling suchen müssen. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Dieser verdammte Mistkerl. Jetzt kann ich hier Überstunden schieben. Ich hoffe, Eldrick stellt mir das nächste Mal nicht wieder so einen grünen Jungen zur Seite. Trauer kennst du wohl nicht, was? Derbe Worte von einem harten Kerl. Boah, Trauer kennst du wohl nicht. Trauer kennst du wohl nicht, hä? Hör mal, Junge, wir befinden uns im Krieg. Da bleibt nur wenig Zeit für andere Dinge. Hier hast du eine Handvoll Gold für die Nachricht. Ich komme jetzt eh nicht mehr dazu, es auszugeben. Ach ja, ohne Alvito fehlt mir ein Eisenlieferant. Solltest du auf Eisen stoßen, bring es mir. Werde dich auch anständig bezahlen. Ja, streng gesehen, ich hätte was für dich, ne? Ich habe hier etwas Eisen für dich. Immer her damit! 5 kann ich ihm schon mal geben. Danke. Hier hast du das Gold. Oh, das ist nicht schlecht bezahlt. Geben wir noch was. Danke. Mit. Hier hast du das Gold. Das passt aber schon mal. Den Rest behalte ich lieber selber. Beenden. Weil, vielleicht wollen wir mal was schmieden, weil ihm geben können wir es immer noch. Ne? Da wollte ich mal schauen. 22.000 Ruhm und Ehre, Fähigkeiten, Geld wollte ich schauen, 2.000. Da kennt man irgendwo noch mal, ne, bei Bosen der Gelegenheit, eventuell klären. Verstehst?
Aber jetzt nicht. So, nächste Quest. Ja? Was machen wir? Was machen wir? Ich würde sagen, Fluch der Liebe. Nochmal zurückborden, ein bisschen schlafen und hoffen, dass wir auf Hannah treffen, würde ich sagen, und ihr das wieder zurückgeben können. Ich habe mir eingebildet, ich hätte das gemacht. Egal. Egal. So, also nochmal dahin. Ja, bitte. Dann werden wir auch mit Porter sprechen. Vielleicht habe ich das ja schon gemacht und habe nur mit Porter nicht geredet. Warte mal kurz, werden wir gleich kontrollieren. Dann spare ich mir das nämlich. Servus. Du kannst wieder ruhig schlafen, die Sache mit dem Amulett ist erledigt. Eben dachte ich mir schon, wir haben es zurückgebracht. Du kannst wieder ruhig schlafen. Die Sache mit dem Amulett ist erledigt. Sehr gut. Sehr gut. Diese ganze Sache hat mich eh nur von meinem eigentlichen Auftrag abgehalten. Wird Zeit, wieder den Kampf mit den Biestern aufzunehmen. Ich werde zur Zitadelle zurückkehren und mich vorbereiten. Hier, deine Belohnung. Dankeschön. Passt. So eiskalt sind jetzt die Dämonenjäger auch nicht, ne? Wie ich gedacht habe. Und sie sind schon ein cooles Völkchen, sag ich mal. Eine coole Fraktion. Passt. Hat mir die Quest auch erledigt. Nächste Quest. So einfach kann's gehen, ne? Ein alter Bund. Druide Eldrick. Jäger der Dämonen. Sind ein Schattenlord begegnet bei der Zerstörung Kristallbahn im Norden. Der Kampf lief schlecht. Das viel lokal verschollen. Noch nicht zurückgekehrt. Eldrick möchte, dass ich mich in Dämonenjägerkreis umme. Viele von ihnen brauchen Hilfe, um den Weg zu finden. Okay. Dann schauen wir mal, ob hier irgendwie. Porter geht ja schon zurück. Wilson hätten wir ja auch schon erledigt. Da hinten ist irgendwie niemand. Nate. Müsste auch erledigt sein. Hier oben haben wir jemanden. Cyril. Und Fenn. Da muss ich hier hoch. Aha, da waren wir eh noch nicht. Ja, das passt halt eh. Die beiden? Alles klärchen. Können wir uns anschauen, ne? Muss ich irgendwie... Ich werde was trinken. Haben wir hier ein Fässchen mit leckerem Wasser? Wir hätten nur diese Blöre da. Aber ich... So wie es ausschaut, ein Wasserfassel ist hier nirgends, ne? Ah, hier vielleicht? Na, das ist zu. Egal. Dann saufen wir heute nichts. Und gehen mal des Weges. Aber hier ist verkehrte Seite. Ich muss darüber. Hier herüber. So. Passt. Dann rennen wir wieder den Weg rauf, den wir jetzt schon 20 Mal gelaufen sind. Den kennen wir ja eh schon auswendig. Leider. Aber vielleicht haben hier die Bauern hier ein Wasserfass. Ich hab's vergessen. Dann können wir hier nochmal ein Schlückchen zu uns nehmen. Da vorne, das schaut verdächtig aus. Ja, natürlich, da haben wir schon getrunken. So, Prost. Natürlich haben sie ein Wasserfass. Zocki, vergisst du alles innerhalb von Minuten? Natürlich vergesse ich alles innerhalb von Minuten. Ich bin immerhin Let's Player. Das ist meine Aufgabe hier. Wir mussten, bevor du deinen Kanal hier als Let's Player gründest auf YouTube, musst du nämlich versprechen, dass du Dinge tust, die deinen Zuschauern extremst nerven. Das gehört zu unserem Job. Das ist ganz normal. So, wen haben wir denn hier? Einen das nimmt kein Ende mit Drachenschnappi. Au. So, aufs Busch. Zack. Aha, das ist Scavenger unten drunten. Au. Daneben, Gott sei Dank. Ja. Edward, bitte. So, geil, sei mir nicht. Perfekt. Ja.
Schwanzstachel, Zähne und Zunge. Was will man mehr? Und Scavenger hat ein gezürftes Fleisch für uns. Au, au, au. Autsch. Ja, der ist erledigt. Ja, auf die Gosch. Der hat jetzt ordentlich aufs Gosch geklickt, wortwörtlich. Ja. Da kommt eine Katze auf uns zu. Na, eine Ratte. Ich bin beeindruckt. Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir das. Rocken wir hier mal alles schön säuberlich aus. Und dann gehen wir wieder um des Weges, ne? Autsch, autsch. 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 Hallo? Daneben ist auch noch. Ja, würdest du jetzt mal was treffen? Schaut. Unglaublich. Jetzt aber. Vielleicht war er hungrig und konnte deshalb nicht mehr richtig kämpfen. Armer Teufel. Echt. So. Trottel. Verfehlt dreimal hintereinander. Na gut. Na, da haben wir noch so ein Opfer. Autsch. 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 Was willst denn du, Mistviech? Au. Alter. Au. Au. Deine Wunden sehen schlimm aus. Ich glaube, ein Schluck Rum wäre jetzt angebracht. Ja, danke. Danke für den Hinweis. Sehr nett. Aber ich esse lieber. Da. Nom, nom, nom. So, dich haben wir schon geplündert. Passt. Haben wir dich schon geplündert? Nein. Aber jetzt. So. Das war unnötig. So. Gut. Ah, da oben wird es weitergehen. Passt. Ich speichere schon mal lieber, weil die Viecher, wenn sie mich blöd treffen, bin ich dann echt erledigt. So, na? Au, au, au. Keine Munition mehr. Ah jo, na logisch. Nicht runterfallen. Au, au, au. Da. Das Vieh belästigt keinen mehr. Ja, da hast du recht. So. Ah, da haben wir wieder ein niedliches Gürteltierchen. Oh, da sind einige Viecher. Das freut mich gerade. Das freut mich gerade sehr, weil frisches Fleisch. Zack. Endlich hat der Kampf ein Ende. Ja, und wir haben wieder frisches Fleisch. So, und lecker Beeren. Aha, da gibt es einiges an Getier. Das ist super. Da wären wir gleich da unten. Ich habe irgendwie die Waffe nicht. Ich weiß nicht, warum er es nicht gezückt hat. Hä? Obwohl, jetzt. Ich dachte schon, der hat keinen Bock. Was, der erste ist erledigt. Autsch. Zack, zack. Oh, zack. Was? Und der große noch? Zack. Bäh. Ja, aber lustig. Was? Würdest du? Der irgendwie hat er ein Problem. Geht ja. Mit Waffe wegstecken. So, immer her mit dem Graffel. So, so, diebes Kraut. Was haben wir hier noch Schönes? Was ist mit dir da, Kristall? Können wir ernten, das ist super. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen, ne?
Den nehmen wir mit, Schifflotte. Sehr nice. 5 magische Kristalle. Das ist super. Können wir auch auf der Stelle speichern. Ja, bitte. Alter. Wieso tut der es jetzt so schwer, die Waffe zu ziehen? Jetzt. Vielleicht habe ich da Lex. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie voll komisch. Oder meine Maus wird hin. Das wird auch sein. Bäm. Zack. Au. 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 Ich hab den Mist, wie ich jetzt geht aber ein, dass du das weißt. Au. Liege klein. Au. Da. Ein Stückchen. Au. Edward, du darfst auch mal zuschlagen. Danke. So. Da oben sind Kobolde. So. Wieder gepflegt speichern. Würdest du? Danke. Nein, doch nicht. Das ist ein Pilz. Steck sie wieder weg. Hallo? Vielleicht braucht ihr jetzt ein bisschen das Spiel, das... keine Ahnung. Zack, zack. 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 Oh. Zack. Zack. Und zack. So, hin ist er. Und du auch gleich. Oh, du hast deinen Meister gefunden. Ja, auch nicht schlecht. So. Steck weg. Waffe. Passt. So. Der hat nix. Mal schauen, was der da oben hat. So, was haben wir hier? Hier waren wir auch noch nicht, oder? Aha. Ich würde sagen, wir speichern das mal. Da oben steht jemand. Da hätten wir ein Klingenblatt. Ist da hinten noch irgendwas von Wert? Nein. Schauen wir zuerst in seinem Haus uns um. Zurück. Die Beeren nehmen wir mit. Die Truthähne lassen wir mal. Da wäre wieder Wasser. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Das saufen wir uns jetzt voll an. So, ist fein. Schlangenwurz. Ein Löffel. Wasser. Eine Ratte. Noch ein Messer. Wer hier gewütet? Hoppala, ja, braten wir das. Was? Törichtes Bauernpack. Alter. Du hast überhaupt... Du hast überhaupt kein Anstand, Freund. Du nicht. Zerbrochener Dietrich. Schatzjägerpunkte. Juhi. Ein Krug. Ein Bett. Hä? Na, Bett brauchen wir keins. Wir haben getrunken. Wir müssten eigentlich so weit zufrieden sein. Da ist auch nichts Scheiß. Gut. Ich dachte, die Flaschen wären super toller Fusel, aber nichts dergleichen. Hier ist auch nichts. Ist hier hinten noch irgendwas? Da. Ein Schlangenwurzel. Da haben wir nur wunderbare Lava. Da oben schaut aus, als wenn ein Viech sitzen würde, oder? Da am Dach. Denke schon. Ui, was haben wir da? Eine Truhe, die wir sogar aufmachen können. Wow. So, zack, zack, zack. Zack und zack. Okay, das war komplett falsch.
war auch komplett falsch. So vielleicht, das ist auch falsch, Gott sei Dank. Gut, wie könnte das gehen? Aha, so, so und so. Jetzt haben wir's. Geht ja. Schmerztöter, Gold, magische Kristalle und Rune der Stärke. Diese Rune gibt dir zusätzliche Kraft und macht dich zu einem besseren Kämpfer, Gott sei Dank. So. Dann haben wir uns hier mal fertig umgeschaut. Getrunken haben wir eh schon. Ist hier noch was? Nein. Dann gehen wir doch mal rauf zu diesem netten Herrn hier. Ich hoffe, dass er. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, wird zahlen. Moira? Wolfson? Semyon. Runensteine gibt es viele. Das sind das Dämonenjägergräber. Fenn, hallo. Was ist hier passiert? Der Tod kam sie holen, der Bastard. Diese verdammten Schatten greifen schutzlose Bauern an. Erzähl mir mehr über den Angriff. Was weißt du über diesen Hoftaschendiebstahl? Na, erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr über den Angriff. Da gibt es nicht mehr viel zu erzählen. Den Spuren nach hat hier ein ziemlich großes Biest gewütet. Mhm. Muss sie im Schlaf überrascht haben, das Boah. Feige Schwein. Die hatten keine Chance. Was weißt du über den Hof? Was weißt du über den Hof hier? Hier hat der Bauer Wolfson mit seiner Familie gelebt. Aber von denen ist nichts mehr übrig. Nur die Magd Eona konnte entkommen. Bin auch nicht dazu gekommen, nach ihr zu sehen. Musste erst die Leichen bestatten. Mhm. Irgendeine Ahnung, wohin Eona geflohen sein könnte? Irgendeine Ahnung, wohin Eona geflohen sein könnte? Ich habe ein paar Spuren entdeckt, die nach Norden führen. Aha. In der Gegend ist auch ein alter Steinkreis. Könnte sein, dass sie dort in der Nähe Unterschlupf gesucht hat. Aber das ist nur eine Vermutung. Wahrscheinlich lebt sie schon nicht mehr. Das könnte auch sein. Ich sehe mich mal um. Ich sehe mich mal nach Eona um. Gut, aber pass auf dich auf. Hab keine Lust, noch ein weiteres Grab auszuheben. Ja, ist anstrengend, hast du recht. Da hat er recht. Boah, ist das übel. Oh, nach Norden also. Weiter hier lang? Fragezeichen. Und dann darauf? Ah, das ist zumindest der andere Dämonenjäger noch. Ah, hier ist der Steinkreis. Aha, hier hinten. Okay, warte. Umdrehen. Hier müsste es irgendwo eine Höhle geben. Da, glaube ich. Ah, Schatten. Können wir schon speichern. Komm her, du ekelhafter Scheißblöder. Du stehst nicht mehr auf, verdammter Schatten. So, irgendwo muss, glaube ich, noch ein zweiter sein. Aha, da oben sind Spinnen. Da unten ist er. Warte kurz, ich nehme nur schnell die Schädelblüte mit. Und... versuch gleich den... Ah, das ist ein schwarzer Pool, okay. So. Ja, das kann ich nur unterschreiben. Ekelhaftes Mistviech. Aha. Noch so ein Schattenbiest. Schergen. Da vorne wäre Kristall zum Abernten. Bäm. Zack. Zack. Au. Au. Nicht gut. Au, nicht gut. Das haben wir erledigt. Sehr gut. Au. Edward, du darfst auch.
hau mal drauf auf dieses Vieh. Au. Ich sollte mal was trinken. So. Ja, das kann ich nur unterschreiben. So, du suchst deine... Danke. Schattenwaffe. Geisterblume. Ich glaube, ich speichere mal ganz kurz. Der Part ist auch zu Ende. Dann würde ich sagen, wir beenden den Part hier und im nächsten schnetzeln wir uns hier durch die Gegend weiter. Ich muss gerade überlegen, ob wir zuerst die Dame suchen oder ob wir uns hier weiter durchschlagen. Auf jeden Fall so oder so gemacht wird beides. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!